Diese Frau, die kann etwas ganz Besonderes gut. Sie kann jodeln. Das hat ihr ihre Oma früher beigebracht. Später hat sie dann das Singen gelernt und ist in Mönchengladbach auch als Gesangslehrerin bekannt. Aber eins, das kann sie noch viel besser, ganz gut einfach mal losreden, drauf losquasseln über alles, was die Welt bewegt. Und eigentlich hatte sie ihr Kostüm und ihren Hut schon so in den Schrank gehangen. Und jetzt zu Corona hat sie es nochmal rausgeholt. Wir freuen uns auf Trude Backes, aka Monika Hinsches, mit ihrem Corona-Live-Ticker. Herzlich willkommen zum Corinna Live-Ticker. Ich bin so aufgeregt. Heute wird ja live gestreamt. Ne? Das ist unglaublich. Pass auf, das geht hier unten an den Füßen los, krabbelt mir die Beine hoch, macht Peng im Hintern, krabbelt am Rückgrat hoch, macht Peng im Kopf und dann stehe ich vor lauter Aufregung unter Wasser. Und das ist diesmal nicht die Menopause. Ne? Mal ganz nebenbei. Seitdem ich in der Menopause gekommen bin, weiß ich, dass der liebe J definitiv ein Mann ist. Eine Frau hätte sich der Scheiß für uns nicht ausgedacht. Aber das jetzt nur am Rande hier. Ne? Mein Willi wollte mich ja erst ja nicht hier hingehen lassen, weil der gedacht hat, das Streaming wäre was Unanständiges. Aber das ist nicht so, ne? Das ist einfach Englisch. Ich habe das auch lernen müssen, damals, als der Koch die Playstation mit der Joystick gekriegt hat. Da habe ich auch gedacht, Joystick, das ist was Unanständiges. Aber du musst dich nur nicht draufsetzen, dann ist das überhaupt kein Problem jetzt, ne? Ich meine, es ist ja mittlerweile so, dass alles Mögliche Englisch benannt werden muss. Sonst ist das ja hoffnungslos unmodern. Ne? Ja, das ist so. Das verschafft mir aber schon mal ab und zu Verwirrung. Ich war neulich essen und dann jabet da Springrollos mit Soße. Da habe ich gedacht, ja, was ist das denn? Ist das jetzt ein neuer Recycling-Trick oder sonst was? Hab mir das mal bestellt, aber ich war ein bisschen enttäuscht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren effe Frühlingsrollen mit Soße, ne? Springrollos, wer schreibt denn sowas, ne? Ja, so ist das. Das siehst du ja auch hier, ne? Die machen das ja alles ehrenamtlich. Aber Ehrenamt, das sehe ich bei uns in der Pfarre, das darfst du heute so nicht mehr sagen. Wenn du welche neue kriegen willst von den jungen Leuten, dann musst du das Englisch sagen. Das heißt heutzutage freiwillig, von freiwillig unbezahlte soziale Arbeit. De, so ist das. Ach, ich habe das blöde Maskenteil immer, das mache ich jetzt mal ab. Ich habe ja richtige Maskenschmerzen an den Ohren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe das Problem, dass die nicht richtig halten. Ne? Ich habe so Luschohren, die klappen immer nach vorne und dann flitscht der ganze Kram wieder ab. Ne? Mein Willi nennt mich immer liebevoll Dumbo. Ne? Tut mir auch weh. Aber was willst du machen? Ich habe schon versucht, mir den Kaugummi, mir der Zirkus hinter den Ohren festzukleben, aber das ist unhygienisch. Ne? Und als der Willi mit der Tacke ankam, bin ich laufen gegangen. Ja, was soll ich jetzt erzählen? Ne? Soll ich jetzt was zum Coronavirus erzählen? Also, wir sind ja in Deutschland eigentlich ganz gut davongekommen. Ne? Also bisher zumindest. Ne? Sind wir eigentlich, was die Zahlen angeht, mit dem blauen Auge davongekommen. Wenn du dir andere Länder anguckst, ne, da haben wir so ja nur eine kleine Blutaujust abgekriegt, anstatt alles andere. Ne? Bei uns müssen sie nicht mehr militärische Toten abholen und so was alles. Das ist ganz gut. Und jetzt kommen sie ja auch noch mit der Konjunktur-Bazooka, Wumms. Ne? Ja, der Scholz, dem traut man ja sowas ja nicht zu. Aber der wird am liebsten sagen, ich scheiß euch mit meiner Kohle zu. Ja, aber mal sehen, was jetzt daraus wird. Ne? Wer denn jetzt wieder beglückt wird und wer wieder unten durchflutscht. Manche sind ja richtig verzweifelt. Ne? Der Mann vom Reisebüro nebenan, der sitzt jeden Abend vor seinem Laden und weint bitterlich. Ich habe alles schon gemacht. Ich habe den mit Hühnersuppe zugeschüttet. Ich habe den mit Eierlikör versorgt. Ich reibe den mittlerweile jeden Abend mit Stroh rum ein. Da schreit er nur noch mehr. Ne? Dem geht es richtig schlecht. Ich habe auch nur gesagt, jemand demonstrieren. Du darfst das. Im Gegensatz zu den Blötschköppen, ne? Die da rumschreien und sich Judensterne ankleben. Ne? Denen ist doch ein Hirnimplantant verrutscht. Ich war ja schon immer dafür, dass Hirnimplantate auf Krankenkassenkosten eingepflanzt werden sollen. Ja, dann werden wenigstens alle mit derselben Grundversorgung ausgestattet. Ne? Du kannst das Ding schön aufladen, morgens wird das eingespeichert, aber
Das ist auch schwierig, ne? Je nachdem, wo du wohnst, ist das Netz so langsam, dass das bis abends oder circa 3 Wochen dauert, bis du aufgeladen bist. Das ist auch nicht so schlecht, ne? Ja. Ich weiß es nicht, ne? Aber du musst ja wirklich aufpassen heutzutage. Guck mal, so manch einer reibt sich mittlerweile schon die Händchen, weil er meint, er könnte die ganzen Klimaziele, die sie erkämpft haben, jetzt wieder runterschrauben mit dem Argument, die Konjunktur liegt am Boden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja froh, dass die Abwrackprämie nicht durchgekommen ist. Ne? Weil, also was soll der Driss? Ich habe extra so ein Petting-Dings unterschrieben, um zu demonstrieren dagegen. Ne? Weil da ziehe ich nicht ein, dass die der alte Driss wieder weiterbauen. Ne? Und dem Scheuer jönne ich dazu, ja, dass das nicht durchgekommen ist. Ne? Ich meine, habt ihr euch den schon mal richtig durch angeguckt? Ja? Der sieht doch aus, als ob er kurz vorm Dickdarm der Autoindustrie immer denken würde, scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt auch noch ein paar andere, die komische Frisuren haben jetzt. Ne? Naja, aber du weißt auch nicht, ob die E-Autos jetzt besser sind. Die büffeln nichts mehr in der Luft. Aber wo tust du den Schrott hin? Und dann das Klima. Da mache ich mir ja so Sorgen. Was wird mit meinen Enkelchen passieren? Ne? Überleg doch mal, selbst in Gladbach ist alles durcheinander. Früher war das doch genau so, dass der Sommer genau auf den Mittwoch gefallen ist, von 15 bis 17 Uhr, meistens im April. Ich habe im April mittwochs immer automatisch alle meine Sommerkleider übereinander angezogen, damit ich die wenigstens einmal im Jahr habe tragen können. Ne? Ja, was hast du jetzt? Ne? Früher kannten wir nur Niederrhein-Monsum. Ne? Hier gab es keine Sonnenbrand, da kriegst du höchstens Verbrühungen, weil der Regen so heiß geworden ist. Ne? Ja. Was haben wir jetzt? Jetzt ist es heiß. Das ganze Frühjahr hat es nicht geregnet. Die Yachtenlauben brennen ab und das Laub fliegt über die Straßen wie im September. Ne? Und ich habe nichts mehr anzuziehen. Also das geht so nicht. Ne? Ganz im Ernst. Ja, und dann ist ja nicht davon zu reden, welche Themen im Moment alle nicht angegangen werden. Überleg doch mal, was ist denn mit den ganzen Flüchtlingen in Griechenland und sonst wo? Oder die im Mittelmeer absaufen? Das interessiert keine Sau mehr. Ne? Oder eine gescheite Rentenreform für die nächsten Generationen? Wenn das so weitergeht wie jetzt, dann müssen die Hestern statt Riestern. Ja, so ist das. Oder wer redet von Syrien, von Libyen oder von dem Kaczynski, diesem laufenden Meter aus Polen mit seiner Pisspartei? Ne? Da redet keine Sau mehr von. Ach. Manchmal habe ich eh das Gefühl, die ganze Welt hat eine Essstörung. Ne? Auf der einen Seite, da sind sie am Hungern, weil sie zu fett werden und essen nichts mehr, was Gluten beinhaltet oder sonst irgendwas und sind vegan und was weiß ich nicht alles. Und auf der anderen Seite, da sind sie zu dünn und sind am Hungern und haben nichts, weil ja nichts mehr da ist. Das ist alles ungerecht. Guck mal, früher haben wir noch Kinder in Quantität gemacht. Heutzutage werden die ja hier in Qualität gemacht. Das sind weniger, dafür sind die doppelt so breit. Und das ganze Zirkuszeug mit der ungerechten Bildungschance, das fängt heutzutage so ja schon im Mutterleib an, sag ich euch. Ja, du kannst ja mittlerweile für die im Bauch Flötenkurse, Chinesisch- und Englischkurse, was weiß ich nicht, Föten-TV, die können direkt bei Fatzebook angemeldet werden, alles Mögliche, wenn du Geld hast. Ne? So sieht das aus. Aber die Kinder wehren sich. Es sind immer mehr Kinder da, die den Mutterleib nicht verlassen wollen. Das habe ich an Yachty gesehen. Ja, Yachty war schwer schwanger. Ne? Die war irgendwann im 13. Monat. Das Kind kam einfach nicht raus. Ne? Ganz im Ernst, wir haben alles gemacht. Wir haben ein Schokolädchen davor gehalten. Mein Willi hat gesungen. Okay, da wird schon nicht rauskommen. Ne? Wir haben alles gemacht. Ganz zum Schluss mussten wir dann zu dieser komischen Geburtsklinik nach Aachen fahren. Ne? Da kannst du dir aussuchen, wie das Kind auf die Welt kommt. Über Wasser, unter Wasser, hängend am Seil, im Schacht oder sonst irgendwie. Ne? Ja, und Gerti war immer schon sehr sportlich. Die hat sich dann für eine Röhnradgeburt entschieden. Ne? Ja, Kinder, das Röhnrad, das ist dieses Rad, da kannst du dich dann reinhängen und wirst dann mit der dicken Bauch so lange durch der Kreisel gekreiselt, bis das Kind rauszentrifugiert wird. Das kommt dann zwar mit einem Schleudertrauma auf die Welt, bis geschwunden ist immer, das muss man reinig sehen. Ne? Und wir wundern uns dann, dass die hinterher so komisch drauf sind. Ne?
Naja, ich höre jetzt mal auf zu meckern. Ne? Ihr wollt ja auch weitermachen hier. Ne? Ich sage es euch, das, was jetzt hier abläuft mit der Corinna e.V., das ist eine richtig tolle Sache. Ne? Das sage ich euch ganz im Ernst. Nicht rumheulen. Die machen das jetzt nach dem Motto, Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Wir tun uns zusammen und backen der Laden an. Und das Ganze nur, wenn du auch in schlechten Zeiten weiter träumst. Und deshalb habe ich euch jetzt ein Liedchen zum Schluss mitgebracht. Da können wir so ja mitsingen. Der Text ist ganz einfach. Hey, 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 das kann man sich merken, ne? Ja, pass auf, ne? Also es geht jetzt eigentlich darum, auch in allen möglichen Zeiten immer schön weiter zu träumen und weiterzumachen, so wie das Corinna e.V. das jetzt auch hier macht. Pass auf. Ist das Vorspielen, dann müsst ihr durch. Sex and Drugs in Rock'n'Roll, vor Covid-19, da war es ganz doll. Und ich denk hier yeah, an min Jugend Revolution, wo ich nur immer drinnen bin, denk ich manchmal, da ich bin und fühl mich fast wie ein Institution. Und wenn ich dann die ganze Doll lese, dann denke ich, oh, da steckt Verbauer drin. Und ich frag mich, wovon würde Ram träumen? Ist er der King, dünne Auto, dünne Frau, da wisse, was der Welt? Ja, nicht so genau. Ich frag mich die ganze Zeit, was ist hier los? Und ich sing, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. Und ich sing, hey, was ist hier los? Ja, aber der ist der Losse, Mann. Und ich sing, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. Und ich sing, hey, was ist hier los? Und ich sög, ach du je, und ich sög der ganze Dach nach ein Anti-Corona-Pill. Und ich denk, ach du Schreck, und ich denk, mich geht das alles für zu Glück. Und ohne Kultur ist es richtig still. Und wenn ich dann die ganze Doll lese, dann denke ich, oh, da steckt für Power drin. Und ich frag mich, wovon sie der Arm träume. Ist er denn ein Job, mir Geld oder der Mann? Oder wisse nicht genau, was alles kann. Ich frag mich die ganze Zeit, was ist hier los? Und ich sing, yeah, 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 hey, yeah, yeah. Und ich sing, hey, was ist hier los? Und ich sing, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. Und ich sing, hey, was ist hier los? Sex and Drugs and Rock'n'Roll, der Tee wird heute richtig doll. Und wenn es wieder losgeht und wir wieder alles dürfen, nächstes Jahr am 6.6., dann machen wir alle zusammen ein bisschen Revolution.